Ciao Leute, ich bin Andrea Unger. Also, eine Frage, die oft kommt, ist, soll ich Counter-Trend arbeiten oder Trend-Following? Wir haben schon darüber anders mal gesprochen. Du kannst meinen Kanal abonnieren, so weißt du sofort, wenn so ein Thema wieder nochmal kommt oder andere Themen, die immer interessant sind. Aber in dem Fall ist die Antwort auch nochmal wie immer unterschiedlich. Erstmal, die erste Antwort ist, es ist nicht, was ist erfolgreicher? Die Antwort ist, was wäre für dich besser? Was ist für dich mehr geeignet? Was bedeutet geeignet? Wo man ein besseres Gefühl hat. Trendfollowing bedeutet, beim Ausbruch kaufen, also wenn höhere Niveaus erreicht werden, dann kaufen wir. Wir steigen also im Prinzip teuer ein, weil es hoch sein muss. Die Preise müssen höher sein. Ziel ist, also Idee ist, die Preise zeigen Stärke, ich steige ein, weil ich denke, dass die Preise noch weiter nach oben klettern werden. Also es ist nicht doof, dass wir teuer kaufen, wir sind schlau, weil wir denken, dass es noch höher wird. Aber wir kaufen teuer. Beim Counter-Trend kaufen wir im Prinzip billig. Wir warten irgendwo unten, wenn die Preise abstürzen, dann kaufen wir. Wir kaufen also etwas, was billig aussieht. Aber wird es dann wieder steigen? Also das ist wirklich das Problem. Sind wir gemütlich mit Hochzahlen und weil wir einfach dabei sein wollen? Prima. Funktioniert das immer noch? Das haben wir auch nochmal irgendwann besprochen. Ja, es funktioniert immer noch, aber man muss natürlich Geduld haben. Und das funktioniert nicht immer so gut. Für unsere Zwecke, wo wir vermutlich, meine dir, ich, du, ich glaube du auch, etwas kurzfristiger arbeiten, also nicht so Ziele haben als Investoren, die heute investieren für die nächsten 10 Jahre, oder vielleicht suchen wir einfach Trades für ein paar Stunden oder einen Tag oder ein paar Tage, dann muss ich leider sagen, dass mehrere Märkte heute nicht mehr so gut reagieren zum Ausbruch. Die Märkte werden immer mehr effizient, weil sie dicker sind, weil es mehrere Teilnehmer gibt und es ist immer schwieriger, einen guten Trend zu finden, wenn man beim Ausbruch kauft. Bei Märkten, größere Märkte wie Mini S&P 500, also der größte in der Welt, war es noch immer schwierig, in den letzten Jahren schon seit 10 oder 15 Jahren schwieriger. Und es war aber einfacher beim DAX zum Beispiel. Aber heute muss ich leider sagen, auch DAX gibt nicht mehr so eine saubere und gute Antwort zum Ausbruch wie vorher. Es wird also schwieriger. Andere Werte wie Gold zeigen auch heute mehrere Schwierigkeiten und auch Crude Oil hat angefangen, ein bisschen witzig zu sein in dieser Art. Das ist natürlich schlecht für alle, die beim Trendfollowing arbeiten wollen. Wenn man noch gut arbeiten will, muss man neue Märkte suchen, wo neu nicht bedeutet, dass es heute geboren wurde, aber Märkte, die nicht so besucht sind bei anderen. Und da muss man ein bisschen natürlich suchen. Es ist nicht so einfach. Es gibt einige Energiemärkte, aber es ist schwierig, diese Märkte zu finden, weil man wirklich analysieren muss, man muss studieren, man muss die Daten kontrollieren und so weiter. Und das kann vielleicht eine schwierige Arbeit sein. Im Zusatz wird Countertrend einfacher, die Märkte tanzen mehr, statt einfach klettern oder abstürzen. Und dieser Ansatz funktioniert heute vielleicht ein bisschen besser. Welche sind die Vorteile von Counter-Trend? Dass wir billig kaufen, okay, wir denken, dass wir schlau sind. Und die Vorteile sind, dass es ein bisschen dynamischer aussieht. Die Trefferquote ist generell höher. Ja, die ist generell höher, aber wenn man verliert, sind die Verluste auch höher. Weil die knappe Stop-Losses funktionieren leider nicht. Wer das sagt, hat vom Trading gar nichts verstanden, muss ich ganz deutlich sagen. Beim Trend-Following arbeitet man mit relativ knappen Stops. Also knapp heißt nicht auf DAX zum Beispiel 10 Punkte. Nein, die Punkte müssen 50, 70 oder 100 sein und das ist auch nicht so gemütlich. Aber bei Counter-Trend funktionieren die
gleiche Niveau ist noch schlechter. Man braucht auch noch mehr Luft. Es gibt sogar noch mehrere Händler, ich bin auch einer von diesen, die in dem Fall nur mit einem Zeitstopp arbeiten. Das heißt, die haben schon ein Ziel, die Position zu schließen nach N Balken. Nach einer Stunde, nach 10 Stunden, nach 3 Tagen, nach 5, nach 10 Tagen. Es geht daran, wie man die Position aufbaut, aber ohne ein Dollarstopp, also kein Niveau, wo man einfach aussteigt. Vielleicht ein Katastrophstopp, also wenn es wirklich alles passiert, dann steigt man aus, um zu schützen. Aber dieses Stoppniveau ist nicht so gedacht als ein Chartstopp oder sowas. Nein, nach einer bestimmten Zeit steigt man aus. Und das funktioniert generell besser. Billig kaufen, ja, aber wo? Und wenn Countertrend so besser ist oder heute ein bisschen besser aussieht, muss man das überall und immer nutzen? Nein, auch nicht. Generell, wenn ich meinen Counterschein billig kaufe, muss ich aufpassen, dass mindestens mein Haupttrend nach oben geht. Ich kaufe nur, wenn die generelle Situation noch gut aussieht. Man kann nicht sagen, wenn es unbedingt gut ist oder schlecht ist. Man kann aber sagen, ich kann irgendwie einen Filter aufbauen, wo ich sage, wenn ich höher bin als die 200-Periode Moving Average oder wenn die 50-Periode Moving Average höher ist als die 100-Periode Moving Average, dann bin ich in einem Uptrend. Und im Uptrend kann ich auch beim Retracement billiger kaufen. Dort bin ich noch gemütlich genug, dass ich eine Position öffne. Wenn ein Trend wirklich schrecklich aussieht, wie 2008 zum Beispiel oder so, dann ist es nicht so schlau, billig kaufen, weil billig ist nicht billig, aber ist noch teuer, weil es nachher noch weiter nach unten normalerweise rutscht. Ich habe auch gutes Geld verdient in 2008 mit Countertrend-Techniken, aber die waren ziemlich kompliziert als Regeln. Die einfache Regel, kaufe billig, schafft man besser, weil ein Uptrend schon da ist. Okay, Uptrend habe ich definiert, aber wo ist billig? Interessant war ich bei einer Konferenz in Melbourne, das weißt du schon, wenn du da andere Videos gesehen hast, und in dieser Konferenz hat Andreas Klenau als Einstiegpunkt ein Retracement von 4 ATRs vom höchsten Hoch so genommen. Das war nicht das geheime Einstiegpunkt. Es war nur so, dass er sagte, normalerweise bleiben die Leute im Trend following und die steigen aus als Stop mit einem Stop-Loss von 3 ATRs. Also ich steige etwas tiefer ein, 4 ATRs. Soweit ich noch hier abdrehen bin. Also, etwas tiefer als die normale Stoppniveaus von dem langfristigen Trend-Following-Aktivität, was 3x ATR ist. ATR ist Average True Range, oder auch 3x Average Range ist auch die durchschnittliche Spanne von N Tage, 5 oder 14. Das sind die Zahlen, die jeder nutzt. So einfach, wenn unser Ansatz so allgemein ist. Ich meine, wenn ich ein Portfolio aufbaue mit mehreren Instrumenten, das ist, wo ich einsteigen soll, wenn ich mich gemütlicher fühle mit Countertrend. Ich habe natürlich mehrere Strategien, ich habe Trend Follow, ich habe Countertrend, ich habe auch Bias-Strategien, aber von der Psychologie raus bin ich nicht mehr so empfindlich. Mir funktioniert. Was funktioniert, ist bei mir in Ordnung. Ich habe keine Probleme zu sagen, nein, Trend Following ist so teuer zu kaufen. Nein. Aber wenn du dieses Gefühl noch hast, dann musst du wirklich entscheiden. Trend Following ist für dich okay? Ja, aber du musst wissen, dass es heute ein bisschen komplizierter geworden ist. Ich sage nicht, es ist tot. Nein, das würde ich niemals sagen. Aber es ist ein bisschen komplizierter. Nicht tot, ein bisschen krank vielleicht, verschnupft dich. Aber Counter Trend kann funktionieren, aber du musst wissen, du wirst eine höhere Trefferquote haben, aber du wirst auch schlimmere Stops, schlimmere Verluste erfahren. Du musst also darauf bereit sein. Das musst du wissen. Knappe Stops funktionieren dort nicht. Wozu einsteigen? Habe ich gesagt, irgendwo unter den 3x ATR Retracement von der höchsten Hoch von den letzten 20 Tagen oder so. Und dann am besten ein
Zeitstock nutzen. Nach bestimmter Anzahl von Tagen oder Stunden aussteigen. Das ist die beste Methode, können wir sagen, als Grundmethode für Countertrend. Und das war's. So einfach ist es. Es gibt natürlich kompliziertere Sachen, aber man muss immer einfach erst anfangen. Wichtig wäre, wenn du das alles testen könntest. Das wäre wichtig. Ohne Tests, ohne irgendwelche Zahlen, wo man schon weiß, dass es irgendwie funktioniert, kann man leider nicht und soll man auch nicht arbeiten. Testen ist ein wichtiger Startpunkt für alles, sowieso im Trading. Am Anfang habe ich auch nicht getestet, das kannst du lesen beim Erfolgreich Traden, so geht's, mein E-Book, das kannst du gratis runterladen bei der tradingweltmeister.de Webseite, macht Spaß und wir treffen uns wieder nächstes Mal mit unserem nächsten Thema. Ich lasse dich jetzt hier, ciao von Andrea Unger, ciao aus Italien.